Mr. Holmes? Ist im Moment nicht zu Hause. Ist das... Soll das für ihn sein? Ja, Sir. Gut, dann lassen Sie es hier. Danke, Sir. Ich dachte, Sie wären weg. Ich war es. Ich meine, ich wusste nicht, dass Sie wieder zurück sind. Inzwischen ist ein Korb für Sie abgegeben worden. Ein Korb? Womit? Ich habe nicht reingesehen. Was lesen Sie da eigentlich? Ein altes nautisches Journal. Was sagten Sie? Was sagten Sie? Ich sagte, was sagten Sie? Nein, ich meine, bevor Sie das sagten. Ich sagte nichts, bevor ich das sagte, aber Sie. Nein, Sie haben was gesagt. Nein. Haben Sie diese Geräusche auch gehört? Wie können Sie da noch fragen? Watson, aufmachen. Großer Gott. Wie kommt denn das hierher? Ist abgeliefert worden. Vom Klapperstorch? Von einem Boten, ich sagte es Ihnen doch bereits. Sie haben nur was von einem Korb gesagt. Ein Korb mit einem Baby. Was machen wir jetzt damit? Wenn Sie es als Arzt nicht wissen... Es ist nicht zu mir gebracht, sondern zu Ihnen geschickt worden. Warum? Wenn Sie das als Detektiv nicht wissen. Gut. Gehen wir also der Sache auf den Grund. Können Sie es hochnehmen? Sie meinen, ob ich kräftig genug dazu bin? Ich meine, ob Sie wissen, wie. Man tut es ja wohl auf eine bestimmte Art. Es gibt keine festen Regeln. Man nimmt es einfach auf. Einfach nur aufnehmen? Ich habe keine Schwierigkeit, sehen Sie? Sag ich doch. Ein süßes Kerlchen, der Kleine. Ja. Woher wissen Sie, dass es ein Er ist? Ist das nicht? Ich weiß nicht. Wie stellt man das fest? Holmes. Ich mach das schon. Ich halte ihn und Sie gucken nach. Singen Sie ihm ein Schlafliedchen. Rule Britannia, Britannia ruled. Er schreit. Ja, ich höre es. Möglicherweise hat er Hunger. Machen Sie ihm eine Tasse Tee. Tee? Machen Sie ihm eine Tasse Milch. Die Mutter vielleicht. Guten Morgen. Doch nicht die Mutter. Was ist denn das? Ein Baby. Das Ihre? Wurde in einem Korb gebracht. Doch nicht vom Klapperstock. Diese Frage haben wir bereits erörtert. Er schreit ja. Woraus folgern Sie das, verehrtester? Woher wissen Sie, dass es ein Er ist? Ist es denn nicht? Das ist bisher noch unklar. Warum sehen Sie nicht nach? Tun Sie das. Ist das von Wichtigkeit? Sie haben recht, lassen Sie es. Geben Sie ihn mir, Holmes. Vielleicht hört er auf zu schreien. Glückliche junge Mutter. Möchten Sie ihn vielleicht halten? Doch, ja, doch. Na sowas, er hat aufgehört. Hat er? Er mag Sie. Also da soll mich doch der Leibhaftige... Verzeihung, entschuldigen Sie. Wem gehört das Kind? Das wissen wir eben nicht. Zuerst versuchen wir das Naheliegende. Ein Zettel. Geehrter Mr. Holmes, bitte kümmern Sie sich um Tony. Also doch ein Knabe. Ich hatte es im Gefühl. Sobald ich kann, setze ich mich mit Ihnen in Verbindung. Unterschrift Madame Henri Monterand. Madame Monterand? Sie kennen die Dame? Das ist der Grund meines Besuchs. Ich wollte mit Holmes über ihn sprechen. Sie meinen über Sie? Nein, über ihn. Dr. Henri Monterand. Den Vater von Tony und den Ehemann dieser Frau. Irgendwas muss passiert sein mit ihm. Woher wissen Sie das? Sie und die Nachricht und das Kind zur selben Zeit. Hier, was ist mit Dr. Monterand? Er wurde gestern Morgen entführt aus seinem Büro in der Nähe der Admiralität. Von wem? Keine Spuren, nichts. Auch keine Lösegeldforderung, denn das war nicht der Grund. Woher wissen Sie? Man darf annehmen, dass Madame Monterand weiß, wo ihr Mann ist, zu ihm fahren will, aber Angst hatte, das Kind zu Hause zu lassen. Und hat es zu uns in Obhut gegeben. Sie sagten keinerlei Spuren? Nicht die mindeste. Wo haben Sie gewohnt? Das Haus hat die Admiralität für Sie gemietet, ganz in der Nähe von Connaught Square. Oh, dann sollten wir vielleicht dort nachforschen. Zweifellos, aber einer von uns muss sich schon um das Baby kümmern. Selbstverständlich, ja, das versteht sich ja wohl. Aber ich muss mit Holmes mitgehen. Ich bin in amtlicher Eigenschaft hier. Man könnte vielleicht ein Kindermädchen holen. Wenn Sie eins wissen. Ich halte es für besser, wenn vorläufig niemand davon erfährt, dass das Kind hier ist. Madame Monterand hat doch offensichtlich befürchten müssen, dass es in Gefahr war. Hier. Er wird wieder anfangen zu schreien. Dann singen Sie ihm ein Schlafliedchen. Britannia, Britannia rules the waves.
Wir haben einen zu großen Kreis von Verdächtigen. Fast jedes Land der Welt wäre interessiert daran, Dr. Monteron um die Finger zu kriegen. Oder zumindest die Erfindung, an der er arbeitet. Um was für eine Erfindung handelt es sich? Eine ziemlich unglaubliche Sache. Etwas mit einem Schiff, das unter Wasser fahren soll. Ich verstehe nichts von diesen Dingen. Es soll mit einem Marinevertrag zu tun haben zwischen Frankreich und England. Hat man früher schon mal versucht, Kontakt zu Monteron aufzunehmen? Jedenfalls nicht hier bei uns. Aber sein Aufenthalt sollte ja auch streng geheim bleiben. Was halten Sie davon? Glauben Sie, dass ein Schiff unter Wasser fahren kann? Guten Tag, Inspektor Lestrade. Ist Madame Monteron zu Hause? Nein, Sir, bedauere. Wann hat sie das Haus verlassen? Ich musste etwas besorgen und als ich wiederkam, war sie nicht mehr da. Wie lange waren Sie weg? Eine halbe Stunde höchstens. Kommen Sie, Lestrade. Wohin? Zurück in die Baker Street. Wir haben die drohendste Gefahr übersehen. Gefahr? Gefahr für wen? Holmes! Holmes, bleiben Sie wenigstens so lange stehen, bis Sie mir erklärt haben, warum wir so rennen müssen. Baker Street 221B. Dr. Watson. Watson. Halt, Vorsicht. Fassen Sie mit an, wir legen ihn aufs Sofa. Da ist ja Blut an der Schläfe. Wollen Sie mal seine Arzttasche? Plötzlich hier drin. Alles in Ordnung, Watson. Ganz ruhig. Sie dürfen jetzt nicht sprechen. Ich war ein Narr. Ich hätte das voraussehen müssen. Ich habe mit dem Rücken zur Tür gestanden. Sie haben mich von hinten niedergeschlagen. Es ging so schnell. Ich habe Sie nicht mal gesehen. Ist ja gut jetzt, Watson. Ganz ruhig. Hier. Holmes, nicht aufrichten. Bleiben Sie liegen. Sie haben ihn weggeholt. Ich weiß. Wen denn? Das Kind. Sie haben das Kind. Aber den Zettel, den habe ich noch. Wir werden den Jungen zurückholen. Ja, wie denn, wenn wir nicht mal wissen, wo er ist? Man hat uns das Kind geschickt, damit wir es beschützen. Und wenn möglich auch seine Eltern finden. Ich habe auf der ganzen Linie versagt. Ich bin ein Narr gewesen. Die Situation war vollkommen klar. Erst war Dr. Monteron entführt worden, jetzt auch sein Sohn. Wenn Monteron für die Sicherheit seiner Frau und seines Kindes fürchten musste, würde er unter diesem Druck vielleicht das Geheimnis verraten, das Frankreich und England so streng zu hüten versuchten. Holmes arbeitete fieberhaft, um irgendeinen Hinweis darauf zu finden, welche der ausländischen Mächte für diesen Skandal verantwortlich war. Sein einziger Anhaltspunkt war ein Stückchen Papier, der Zettel, der mitgeschickt worden war. Aber wieso sind Sie so sicher, Holmes? Madame Monteron muss eine Nachricht erhalten haben und gezwungen worden sein, gewisse Anweisungen zu befolgen. Und weil sie Gefahr für ihr Kind befürchtet hat, hat sie es hergeschickt. Man sieht ganz deutlich, dass der Zettel von einem größeren Bogen abgerissen worden ist. Das Papier ist weder französisch noch englisch. Was denn mit diesem Zeug hier? Können Sie feststellen, woher das Papier stammt? Schreibpapier ist fast so aufschlussreich wie eine Schrift. Die Art des Materials und die Herstellungsweise sind von Land zu Land sehr verschieden. Das ist es. Was ist was? Was hat das zu bedeuten? Drei Botschaften in London benutzen diese Sorte Papier. Wir müssen also jede einzelne unter die Lupe nehmen. Genau die richtige Aufgabe für mich. Ich werde meine Leute um jedes Gebäude herum postieren. Und kein Mensch wird unbemerkt reinkommen oder raus.
Ich bitte um Verzeihung, Sir. Ich muss dringend Mr. Holmes sprechen. Ist das für mich? Ja, Sir. Es wurde von demselben Mann abgegeben, der auch schon gestern bei uns war. Er hat gesagt, ich sollte es Ihnen persönlich und sofort überbringen. Danke sehr. Ich hoffe, nichts Unerfreuliches, Sir. Geehrter Mr. Holmes, Ihr Auftreten in dieser Angelegenheit bedeutet eine Entwicklung, die nicht vorauszusehen war. Da es geschehen ist, muss ich damit rechnen, dass Sie den augenblicklichen Aufenthaltsort meiner Gäste in Erfahrung bringen. Jeder Versuch einer Befreiung hätte für die Betroffenen katastrophale Folgen. Ich biete Ihnen diese Alternative. Wenn Dr. Morteron mir die Information aushändigt, die ich von ihm fordere, wird seiner Familie kein Haar gekrümmt werden. Noch am selben Tage werde ich England verlassen. Das Schicksal der Morterons liegt nun in Ihrer Hand. Unterschrieben Graf Tenorf. Damit wissen wir, in welcher Botschaft. Ich lasse das Haus umstellen, das ganze Viertel abriegeln. Er hat in dem Brief katastrophale Folgen für die Betroffenen angekündigt und ich glaube es ihm. Der Mann muss ein Fanatiker sein. Das ist er. Was machen wir nun? In der Botschaft? Haben Sie dem Butler meinen Brief übergeben? Ja, Euer Exzellenz. Gut. Dann hat Holmes ihn inzwischen. Und der Mann ist klug genug, um zu wissen, dass ich nicht bluffe. Deshalb wird er hier in London keine Schritte unternehmen. Aber wenn ich erstmal aus der Stadt weg bin, ist es zu spät. Für Ihre Abreise mit dem Schiff ist alles nach Wunsch vorbereitet, Exzellenz. Das Schiff wird pünktlich an der verabredeten Stelle an der Küste eintreffen. Genau um 7.30 Uhr morgen früh. Und das Monteron-Geheimnis ist dann für uns kein Geheimnis mehr. In der Botschaft? Mr. Sherlock Holmes und Dr. John Watson, Sir. Treten Sie näher, Gentlemen. Bitte. Nehmen Sie Platz. Sehr freundlich. Lawrence? Ja, Euer Exzellenz? Bitte sagen Sie jedem Einzelnen im Haus Bescheid. Es soll jeder wissen, dass Mr. Holmes und Dr. Watson hier sind. Sagen Sie jedem, wenn ich die Klingel hier bediene, müssen alle Anweisungen strikt befolgt werden, die ich für den Notfall gegeben habe. Das gesamte Personal ist auf dem Sprung, Euer Exzellenz. Mit was für einem Trick sollten wir Sie wohl überlisten, Graf? Ich könnte mir einige vorstellen. Aber ich fürchte, Sherlock Holmes' Einfallsreichtum ist nur etwas größer. Meine Leute sind zwar sehr tüchtig, aber ich zweifle nicht daran. Und nun, Sir, kommen wir zum Zweck Ihres Besuchs. Ohne Umschweife. Die sichere Rückkehr von Dr. und Madame Monteron und ihrem Kind. Ich erwidere auch ohne Umschweife, Mr. Holmes. Zunächst einmal, die Monterons sind natürlich nicht hier. Allem Anschein nach zweifeln Sie an meinen Worten, Dr. Watson. Ja, man hat fast den Eindruck, nicht wahr? Man kann Ihnen nichts vormachen, Dr. Watson. Es ist meistens nicht schwierig, einen Lügner als solchen zu entlarven. Nochmals zum Zweck Ihres Besuchs. Wir wollen Ihnen, sagen wir, einen Handel anbieten. Und wie soll dieser Handel aussehen? Wir garantieren Ihnen unbehinderte Ausreise aus England und Sie lassen die Familie Monteron unversehrt frei. Ich glaube, sagen zu können, dass ich für meine unbehinderte Ausreise selbst garantieren kann. Die Behörden werden jeden Hafen im Land sperren lassen. Ist Ihnen das klar? Die Behörden werden zweifellos diese Maßnahme ergreifen. Davon bin ich überzeugt. Aber ob Sie damit Erfolg haben, wird sich zeigen. Die Polizei kann sich ohne weiteres hier Zutritt verschaffen. Und ich brauche weiter nichts zu tun, als die Glocke zu läuten. Und Dr. Monteron ist ein toter Mann. Welche Sicherheit haben wir, dass Sie ihn nicht sowieso umbringen, damit andere Länder seine Erfindung nicht bekommen? Überhaupt keine Sicherheit. Ich bin überrascht von Ihrer Naivität, Mr. Holmes. Sie haben mir nichts anzubieten. Das hätten Sie sich doch sagen müssen. Lawrence? Die beiden Herren wollen sich verabschieden. Schließen Sie die Tür sorgsam hinter Ihnen ab. Bevor ich gehe, ist es aussichtsreich, bei Ihnen einen Bestechungsversuch zu unternehmen? Niet. Das habe ich mir gedacht.
Genau das dachte ich mir auch. Oh! Punkt 1 des Planes ausgeführt. Wir sind drin. Wie geht's jetzt weiter? Wir müssen unbedingt die Klingelschnur außer Funktion setzen. Das wird nicht leicht sein. Wenn es leicht wäre, wäre ich nicht besorgt. Ich habe gedacht, ich mache mir als Einziger Sorgen. Meinen Sie, dass es klappt? In ein paar Minuten werden wir es wissen. Mr. Holmes. Und fiel in einen tiefen Schlaf. Sie machen Ihre Sache gut, Watson. Nächster Punkt. Oberes Stockwerk. Haben Sie das gehört? This is the best plan ever. Nicht übel, Holmes. Ganz und gar nicht übel. Ich habe mir wehgetan. Sie müssen das Handgelenk steif halten und von oben aus der Schulter schwingen. Handgelenk steif und Schwung aus der Schulter. Sie sind einfach zu leicht gebaut für diese Arbeit. Unsinn. Nur eine Frage der Technik. Sie werden heute noch genug üben können. Был бы день обычным, серым, был бы зимний вечер пуст, если бы теплым пряным жаром не порадовал юну. Санта-Клаус огоршит удивительный наш, и бодрит он не по-детски, хоть без радости юну. Sie sagt, das Baby muss gefüttert werden. Frag mal Lawrence, ob er was dagegen hat. Ich darf aber nicht hier weg, ist mir eingeschärft worden. Dann bleib auf deinem Posten und ruf runter. Und was soll ich jetzt tun? Drehen Sie die Lampe runter. Ist das alles? Nein, ich möchte, dass Sie tun, was ich Ihnen jetzt sage, Watson. Beide Hände hoch. Machen Sie keine Dummheiten. Und Sie haben gedacht, Sie kommen damit durch, ja? Irrtum. Behalten Sie die Hände hoch und gehen Sie weiter geradeaus. Halt. Jetzt drehen Sie sich nach links. Und gehen Sie in das Zimmer. Wer sind Sie? Dort. Von Ihnen kann man noch lernen. Alles los jetzt! Mr. Holmes, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wir hatten schon die Hoffnung aufgegeben. Wir haben nur getan, was wir konnten. Sie waren bewundernswert, Gentlemen. Meine Regierung und gewiss auch die Ihre wird Ihnen unendlich dankbar sein. Sie sind Dr. Watson, nehme ich an. Ja, das bin ich. Holmes, Herr Watson, wie sieht es aus? Wir haben die Situation unter Kontrolle. Gut, sind alle unversehrt? Die gesamte Familie, einschließlich des jüngsten Mitgliedes. Ja, sie ist ganz munter. Sie hat nur Hunger. Das dürfte ja kein Problem sein. Wir werden gleich... Sie? Ja. Aber es ist doch ein Er. Nein, Sie. Aber Ihr, sein Name ist Tony. Ja, von Antonia. Sie ist eine Sie. Gut, dass wir nicht nachgeguckt haben. Sie sagen es. Ich fürchte, den Fall werden wir nur als teilweise erfolgreich ansehen dürfen. Ich darf Sie zum Wagen bringen. Nett von Ihnen. Möchten Sie vielleicht das Baby tragen? Sie wird anfangen zu schreien. Ich glaube nicht, dass sie das tut. Baker Street 221B. Diesmal ist es ein Korb mit Früchten.
Für Sherlock Holmes und Dr. Watson mit mehr Dank, als wir zum Ausdruck bringen können. Familie Monterrand. Eine hübsche Idee. Das ist aber noch nicht alles. Wir werden unser nächstes Kind entweder John nennen nach Dr. Watson oder Sherlock nach Mr. Holmes. Na wundervoll, dann habe ich ein Patenkind. Holmes? Ich weiß nicht. Das Kind sollte doch lieber auf den Namen John getauft werden. John ist ein ausgezeichneter Name, aber in keiner Weise besser als Sherlock. Sherlock Monterrand? Was wäre auszusetzen an dem Namen? Im Grunde nichts, ganz und gar nichts. Eben ein schöner Name. Sherlock Monterrand. Er hat so einen gewissen Klang, das gewisse Etwas. Ja, Holmes, das gewisse Etwas, das hat er. Sherlock Monterrand. Was sagten Sie? Nichts, Sherlock. Nichts.